Die Chinotto habe ich im Herbst sehr stark zurückgeschnitten. Im Prinzip komplett ausgelichtet und ausgedünnt. Da brauche ich jetzt nicht so sehr viel abschneiden. Die ist gerade wieder am Neuaustreiben. Chinotto, das sind so kleine orange Früchte. Sehr bitterschmeckend, eignen sich wunderbar zur Marmeladenherstellung. Ja, die lasse ich jetzt einfach wachsen, wird entsprechend gedüngt. Umgetopft wird es ja auch nicht. Das genügt noch. Die können wir mal rausnehmen. Ja, die ist also entsprechend gut durchgewurzelt, aber nicht zu knapp. Wird wie gesagt nur gewässert und gedüngt und die nächsten Früchte, die kommen dann erst im nächsten Jahr wieder ran, dadurch, dass die sehr stark zurückgeschnitten wurde. Achtet auch hierbei auf die Temperaturen. Das ist zwar eine Kalthauspflanze, die könnte theoretisch 0 Grad oder einige Grad minus sogar vertragen, aber da sie drin überwintert hat bei 10 Grad, wäre das ein zu starker Temperaturschock. Also wenn es nochmal Temperatur nachts unter 10 Grad gibt, einfach nochmal reinholen. Auch vor praller Sonneneinstrahlung schützen, denn diese Pflanzen, die nehmen das Sonnenlicht ungefiltert auf und würden hier einfach Verbrennungserscheinungen bekommen. Und gerade bei diesen immergrünen Pflanzen sind dann diese Blätter betroffen, die müsste man einzeln dann rausschneiden.